Ich war in meinem Schlafzimmer und hatte die Augen nicht auf. Das ist mir schon dreimal passiert, dass ich meine Augen offen und eine Vision hatte. Das ist ziemlich erstaunlich. Das war mit geschlossenen Augen. Ich betete, sang und hatte diese Vision. Gott weiß, dass ich ziemlich kindlich bin, also muss er mir kindliche Visionen geben. Es sah aus, als wäre ich in einer alten Grube, in einer Höhle, mit in Stein gehauenen Höhlen, dunkel, und Kerzen an der Wand, um sehen zu können. Ich sah mehrere Tunnel und Löcher und es sah aus, als wäre ich in einer Grubenhöhle. Ich hörte all diese Aufregung, all den Lärm, all das Gezanke und Chaos. Ich konnte es in diesem Rumoren hören und man erkannte, dass es negativ war. Ich sah diese Zeitung vorbeiziehen. Schlagzeile. Jesus Christus, auferstanden von den Toten. Und dann ging das Bild dorthin, wo der ganze Lärm war, in diesem kleinen quadratischen Raum neben all diesen Tunneln. Und all diese dämonischen Gestalten und dunklen, vermummten Wesen schreien und brüllen wegen dieser großen Figur, die Autorität repräsentiert. Eine große Kapuzengestalt, die so dasteht. Und sie flippen aus und schreien. Du Narr, wir hätten dir nie folgen sollen. Das war der Moment, als ich anfing, die Sprache zu verstehen und Sätze zu hören. Wir haben den Sohn Gottes getötet. Jetzt sehen wir die Schrift. Wir haben die Tür für die Erlösung der Menschen geöffnet. Gott kann wieder in ihnen leben. Gott kann wieder durch sie wirken. Wir haben einen Fehler gemacht. Wir hätten dir nie folgen sollen, du Narr. Wir sind für immer verdammt. Es war, als wenn die Hölle in Aufruhr war, weil Jesus von den Toten auferstanden ist und sie nichts dagegen tun können. Licht ist einfach in die Dunkelheit gegangen. Sein Name ist Heiliger Geist. Und die ganze Hölle beugt sich und zittert. Und er nimmt Jesus und hebt ihn von den Toten auf. Und sagt, hey, gute Arbeit, wir können jetzt gehen. Wusch. Jetzt fällt die Hölle auseinander, weil sich die Schrift enthüllt hat. Wenn die Könige und die Herrscher der Erde gewusst hätten, was sie da tun, hätten sie niemals den Sohn Gottes gekreuzigt. Aber sie haben es getan. Und rate mal, was sie tun. Sie sehen diese Kapuzengestalt, sein Gesicht hebt sich. Es ist wie Ziklag und David, als wenn sie ihn steinigen wollten, weil alles weggenommen wurde. So sah es aus. Er hebt seinen Kopf und sagt, schweigt! Wusch, all diese kleinen Dinger sind still. Und Folgendes habe ich gehört. Es ist wahr, wir können Gott nicht aufhalten. Es ist wahr, wir wurden ausgetrickst und benutzt wie eine Schachfigur in der Hand der Weisheit Gottes. Es ist wahr, dass wir den Sohn Gottes getötet haben, Blut vergossen und die Tür geöffnet haben für die Erlösung der Menschen. Wir können ihn nicht überlisten. Wir können ihn nicht überrumpeln. Wir können ihn nicht besiegen. Aber wir können sie besiegen. Wir haben es von Anfang an getan. Erinnert euch an Eva. Ha, ha. Erinnert euch an Adam. Ha, ha. Wir haben es von Anfang an der Zeit getan. Ich habe gehört, wie er Folgendes sagte. Lass sie Kirchen bauen. Lass sie Lieder singen. Lass sie die ganze Nacht beten. Stellt einfach nur sicher, dass sie nie leuchten werden. Lass sie wütend sein. Lass sie zanken. Lass sie zurückbeißen. Lass sie alles tun, von dem sie sagen, dass es christlich ist. Aber stellt sicher, dass sie nie aussehen wie er. Haltet sie egoistisch, haltet sie in Unvergebenheit, lasst sie in die Kirche gehen, aber lasst sie nicht glauben. Stellt sicher, dass sie nie aussehen wie er. Jungs, kommt rein. Wir können Gott nicht aufhalten, aber wir können sie aufhalten. Und sie alle fingen an, yeah! Er sagte, geht nach Norden, Süden, Osten und Westen, geht! Lasst es geschehen! Dann war meine Vision zu Ende. Und dann habe ich für etwa eine Stunde geweint, Fürbitte getan und für uns gebetet. Denn leider ist das die Wahrheit im Leben vieler Menschen. Denn sie lassen zu, dass ihre Kirchenbesuche den Platz einnehmen der Christusähnlichkeit und ihn zu kennen. Sie gehen auf eine Missionsreise und fühlen sich geistlich und haben keine Erkenntnis von der Feindseligkeit in ihrer Ehe.
Sie machen ihre Andachten und haben keine Erkenntnis über die verleumderischen Gedanken, die sie gegenüber ihrem Chef haben. Bibel lesen wird die Welt nicht verändern, aber zur Liebe werden schafft es. Die Kirche zu besuchen wird die Welt nicht verändern, aber zur Liebe werden schafft es. Wir können jeden Platz in jeder Kirche im ganzen Land füllen, aber nichts würde sich ändern. Es sei denn, wir werden zur Liebe. Versteht ihr? Das ist mein Aufruf an euch heute. Einige von euch sehe ich zum ersten Mal, eine ganze Menge von euch. Also werde ich wahrscheinlich ziemlich aggressiv rüberkommen. Der Rest wusste ja schon, was auf sie zukommt. Vergebt mir also, es tut mir leid. Aber wenn ich dich zum ersten Mal sehe, dann habe ich einen Versuch bei dir. Also werde ich das Schwert so tief wie möglich stechen und so viel Fleisch wie möglich von deinem Herzen abschneiden und ins Flugzeug springen. Das nennt man die Beschneidung des Herzens. Das Fleisch aus unserem Leben herausschneiden. Denn du bist nicht berufen, im Fleisch zu leben. Wenn du im Fleisch lebst, hat es eine gewisse Zerstörung an sich. Aber wenn du im Geist lebst, ist das Leben und Frieden. Oder?